Raps von Goldketten da, Raps von Goldketten hier. Ich bin voll tätowiert, hier Prollrap regiert. Ich spazier mit Dynamitgürtel durch das Justizviertel des Hackern-Türen ist der deutsche Steve Urkel. Ich bin unbeeindruckt von deinem Polizeischutz. Was sind schon paar blaue Männchen gegen meine Streitsucht? Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein richtig geiles neues Video für euch. Und zwar das, was Rockstar noch nie hinbekommen hat, und zwar öffentliche Sitzungen oder geschlossene Sitzungen, allgemein irgendwelche GTA 5 Online-Sitzungen, ohne Cops. Also ihr könnt da machen, was ihr wollt, und ihr bekommt zu 100% keine Sterne. Ihr könnt es mit euren Kumpels machen und könnt den kompletten Server rasieren. Also richtig geil. Ich habe diesen Glitch bei Crime Eminel TV gesehen. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Lohnt sich auf jeden Fall. So, und ich erzähle euch, was ihr dazu machen müsst. Und zwar, ihr müsst euch als erstes als VIP registrieren. Danach geht ihr auf Aufträge und startet den Auftrag Führungsflucht. Sobald ihr den aktiviert habt, müsst ihr einfach nur mindestens 7 Minuten da verweilen und nicht sterben. Und danach müsst ihr einfach nur Lester anrufen und Cops schauen weg aktivieren. Sobald die Zeit dann komplett abgelaufen ist von dem VIP-Auftrag und von den Cops schauen weg, habt ihr dann automatisch irgendeinen komischen Modus, wo ihr keine Sterne mehr bekommt. Also ihr könnt auch wirklich zu den Cops hingehen, die Cops umbringen und ihr werdet keine Sterne bekommen. Also ihr könnt Militärbasis gehen und die komplette Sitzung rasieren und ihr werdet nie wieder Ärger mit Problemen mit Sternen haben. Das einzige Problem daran ist, es ist nicht sitzungsübergreifend. Das heißt, wenn ihr eine neue Sitzung findet oder geht, dann müsst ihr das natürlich neu aktivieren und dort bekommt halt dann auch wieder Sterne. Also ich finde es auf jeden Fall eine richtig geile Sache und wenn ihr auch so denkt, dann könnt ihr doch mal mir ein Like da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Schreibt doch irgendwas Nettes in die Kommentare. Wie ihr wisst, ich versuche natürlich alles zu beantworten. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende für die Leute, die heute arbeiten waren, und für die anderen ein schönes Restwochenende. Ich bin an dem Punkt mal raus und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.